Hallo, meine Lieben. Meine Lieben auch. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Vlog. Yes, in December. Ja, wir haben uns jetzt nicht vorgenommen, täglich zu vloggen, weil das würde einfach zeitlich nicht gehen. Es geht nicht. Ist nicht mehr machbar. Ist nicht machbar. Haben wir das letztes Jahr gemacht? Letztes Oder Jahr haben wir es abgebrochen? Tag. Nein, letztes Jahr ist jeden Tag. Nein, ich glaube, letztes Jahr haben wir es ein bisschen abgebrochen. Im Jahr davor haben wir es jeden Tag gemacht, wo ich mit Philipp schwanger war. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon die Vlogs angeschaut. Ach so? Ja, es war der Intro, wo ich die Tür aufgemacht habe und... Ah ja, stimmt. Okay. Na, jeden Tag auch. Auf jeden Fall werden wir es leider dieses Jahr nicht schaffen, jeden Tag zu vloggen. Unser Haushalt ist einfach immens groß. Ja. Abgesehen davon ist unsere Arbeit auch noch mehr da geworden. Dementsprechend wird es nicht jeden Tag ein Video geben, aber trotzdem probieren wir es zweimal die Woche, dass ein Video kommt. Heute ist der 1. Dezember und heute müssen wir noch die Adventskalender der Kinder vorbereiten, beziehungsweise wir haben für die Kleinen hier gekauft und für die Michelle habe ich keinen gekauft, sondern werden wir einen zusammenstellen. Dafür muss wir haben schon einen Adventskalender zum Befüllen. Genau, und der Papa muss den jetzt holen. Ja, der ist irgendwo eingebaut. In einem Karton, im Dachboden. Papa freut sich schon ganz besonders drauf, weil bei uns im Dachboden kommt man nicht so easy rein, muss dann rausgehen. Ja, Holzleiter, dieses. Okay, gut. Ich mich einfach noch schön komme, müssen wir das vorbereiten, habe ich ja versprochen, weil es ging sich gestern nicht mehr Sie aus. Sie kommt ja erst um 14 Uhr, oder? Ja, genau. Trotzdem. Ja, dann habe ich noch Zeit. Ich muss trotzdem diese Boxen runterholen. Genau, weil der Papa und... Wir werden heute noch das Haus schmücken. Ich habe die Lara versprochen, dass wir heute, 1. Dezember, das Haus schmücken, also weihnachtlich schmücken. Genau, genau. Jo, und dafür muss ich die Boxen von oben runterholen. Das ist keine leichte Arbeit. Ja. Aber einmal im Jahr zahlt sich schon aus für diese Klitsch hier. Naja, einmal und zweimal. Zweimal. Naja, du musst ja wieder rauf, du musst ja auch raufbringen. Ach so. Auch wieder. Also für mich wäre das nichts. Ich habe so hohe Angst und diese Holzleiter, das ist. Also ich muss euch zu den Leiter sagen, diese Leiter ist genauso alt wie das Haus. Ja. Also 80 Baujahr. Aber wieso haben wir uns nie eine neue Leiter gekauft? Wenn das mal gut ist. Ja, aber die ist nicht gut. Ah, zwei Sprossen fällen aber. Das ist nämlich echt gefährlich. Also ich habe irgendwo in der Mitte, aber man macht einen großen Schritt und dann. Ja, gerade beim Runtergehen ist das so. Das ist Adrenalin. Du bist aber auf die. Nein. Adrenalin Kids. What? Nein. Kids. Keine Ahnung. Kein. Entschuldigung. Ja, ich war kein. Ich wollte das Wort nicht sagen. Adrenalin. Sag mal. Kitzel. Kitzel. Keine Ahnung. Okay, ich hoffe, das wieder wird nicht gesperrt. Ja, ich gehe jetzt. Im Dachboden, ihr kommt natürlich auch mit und jo, gehen wir. So, meine Lieben, wir gehen jetzt ins Dachboden. Ich habe meine Kapuze abgesetzt, weil draußen ist ein bisschen kühl. Und ja, das ist die Leiter, von der wir davor geredet haben. Sie ist circa, naja, knapp, was sind 40 Jahre alt. Aber ja, jetzt hält sie noch gut. Wir gehen jetzt gleich rauf. Ehrlich gesagt, diese Methode kenne ich von meiner Oma. Sie hatte auch so einen, so einen Dachboden, wo sie früher ja, den Stroh gehalten hat und das ganze Zeug für die Tiere fürs Winter. Und ja, die gleiche Methode verwende ich auch. Echt cool. Das war nicht so leicht, aber bitte zu Hause nicht nachmachen. Ich mag das auf mein eigenes Risiko. Ihr sollt es zu Hause natürlich nicht machen. Zwei Sachen habe ich noch vom Dachboden runterzuholen und dann bin ich fertig da. Ich schneide mal deinen auf. So, meine lieben Kinder haben ja heute den Adventskalender noch nicht aufgemacht, deswegen... Okay. Die Philipp weiß nicht, was los ist. Hauptsache Spielzeuge. Zuerst wollten wir ihn ja keinen kaufen, aber stell dir mal vor, er hätte keinen gehabt. Ja. Er soll auch eine Türchen aufmachen. Ja. Den kleinen Finger reinstecken und dann reißen. Nein, nein. So, ich zeige euch, bevor die Kinder alles aufreißen, die Adventkalender. Also die Lara... Die Spannung ist groß, wie ihr seht. Also Lara hat einen von Lego Friends. Oh mein Gott. Luisa hat einen von Tiptoy. Weil die Luisa hat zum Geburtstag einen Tiptoy bekommen. Ja, ja, ja. Ja, aber die Nummer 1 zuerst suchen und dann. Und der Philipp, schaut mal, er kann schon immer, er reißt alles auf. Hat eins von Playmobil, 1, 2, 3 bekommen. Was bitte? Mit so Wasserspielsachen. Zeig mal, Lisa, was hast du denn da? Ah, oh, so ein kleines Tiptoy-Buch. Hol mal den Stift, wo ist dein Tiptoy-Stift? Der ist da sehen. Oben. Ein Baby-Tiptoy-Buch. Hier. Mama, ich finde ihn nicht. Wollt ihr dem Philipp helfen? Ich werde es machen. So, Philipp. Danke, Philipp. Das ist eine braune Frau. Eine braune Frau. Wie ist braun? Geht's nicht aus, Babymaus? Ich mach das mal. Oh. Wow. Aber ich wollte
kannst der Lara helfen beim Haushalten. Aber das ist so cool, schaut mal, das sind 24 kleine Tiptoys. Komm her, komm jetzt, Mama. Ich glaube, zuerst kommt das Antennenzeichen. Schau mal, hast du schon eingetippt? Diese Audiodatei. Also mal die Audiodatei runterladen. Dann kann's losgehen. Okay. Das ist viel lieber zu den 24 eingegangen. Das wird ein Abenteuer. Das ist dann später, Philipp. Später, okay? Lara, hast du schon aufgemacht? Nein. Ha. Schau mal, was ich mache mit Narren. Oh mein Gott, wie schön schaut denn das aus? Ey, ey, ey. Okay, aber ich geb's raus. Ich glaube, der Philipp knackt alle Türen. Diese Frau. Hast du das alleine? Sag mal, was hast du bekommen? Ach so, das Mädchen. Okay, okay. Wow, das schaut sehr schön aus. Ihr heißt dann Maria. Geht mal von da bitte weg. Die heißt Maria. Pff. Wo ist Maria? Das ist Maria. Lucy, nerv nicht. Na! Na! Ja. Benimm dich. Was ist dort gekommen? Wahnsinn, Wahnsinn, wie schön sie sind. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und jetzt bin ich im Michelles Zimmer. Ich habe den Adventkalender schon dran gehangen. Bitte ist der nicht mega süß. Das ist ein Weihnachtsmann mit 24 Türchen. Den haben wir zweimal, einmal für Michelle und einmal für Patrick. Den haben wir schon ein bisschen länger. Aber damals hatten wir noch zwei Kinder, deswegen haben wir nur zwei. Ja, danach haben wir das irgendwie abgeschafft, weil ja sowas zu befüllen ist halt doch schon echt teuer für jedes Ding. Aber die Michelle hat sich halt was Schöneres gewünscht. Deswegen habe ich den jetzt wieder rausgekramt. Und für die Michelle habe ich nämlich hier einzelne Beauty-Produkte gekauft beim TK Maxx und ich werde die euch auf jeden Fall gleich mal zeigen und dann gleich auch reinfüllen. So, ich habe jetzt mal alles rausgeholt. Ja gut, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte diese Löcher da irgendwie größer in Erinnerung. Weil wenn ich so gucke, wie kriege ich das da bitte rein? Okay, das kriege ich vielleicht noch rein, ja? Aber ich will das jetzt auch nicht auspacken, oder? Was halt, finde ich auch doof. Ja, ich zeige euch mal schnell, was ich habe. Also ich habe mal so Abschminkpads gekauft zum Wiederverwenden. Dann hat sie sich so ein Wimpernzange, genau. Dann so ein paar Produkte hier, Primer, Skin Mist. Also ein Spray fürs Gesicht, ein Lipgloss. Da habe ich mir gedacht, dass ich die drei auseinandernehme und sie dann so einzeln einpacke. Dann so ein Nagellack für Nagel wachsen lassen. Dann so Lippenpflege, eine Maske. Dann habe ich hier so diverse Nailsticker. Dann auch so zum Gesicht waschen. Dann ein Lash Booster. Dann diese Sachen hier, das sind, die werde ich aufmachen auf jeden Fall. Möchte ich jedes einzelne verwenden. Dann habe ich hier noch so Lippenbalsam und Bänder. Ich werde mal gucken, ob ich die da reinbekomme. Wenn nicht, mache ich es halt auf. Seht ihr das? Seht ihr das, wie das so schön funkelt? Oh mein Gott. Das ist ein echt cooler Lipgloss. FaceTimen mit Papa. Was machst du denn da? Ich seh nix. Wieso ist dein Bildschirm aufgestellt? Wieso ist das so? Ich weiß nicht, wie das umdreht. Du hast Bildschirmfreigabe gegeben. Ja, okay, ich weiß nicht, wie ich das mache. Der Papa ist ein richtiger Technikexperte. Der ist jetzt nochmal beim Action, um was zu holen. Ja, jetzt. Okay, weiter rauf. Das. Nimm gleich so 10. Nimm gleich so 10. Ich liebe diese abgöttisch. Diese mit weißer Verpackung, ja? Das wäre aber nur Wagen, weil dann 10 Stück jetzt. So, fertig ist er. Wie ihr seht, das ist alles schön drin. Ich habe jetzt gleich im ersten das Lash-Serum reingetan. Mal gedacht, ein bisschen, dass sie das gleich nutzen kann. Ja, mega cool. Also es ist sich alles gut ausgegangen. Ich habe halt alles ausgepackt und da hatte ich Sorge. Aber hey, das ist wie für das gemacht, als wenn das wirklich für das gemacht wäre. Die ganzen Sachen haben jetzt 75 Euro gekostet. TK Maxx, finde ich ein guter Preis. Also da sieht man jetzt zum Beispiel 2,80, das heißt glaube ich 4 Euro. Wenn man so 3 bis 4 Euro immer zusammenrechnet, rappelt sich schon zusammen. Das Set war hier das größte. Sie hat sich halt ein Make-up-Adventkalender gewünscht und ich finde, das haben wir gut gemacht als Eltern. Und der Papa, der ist noch mal kurz losgefahren, denn ja, wir hatten ja für Matik eigentlich nur einen Schokoladen-Adventkalender, aber dann hat der Philipp dann jetzt aufgemacht und dann fand ich das so ein bisschen schade. Auch wenn der Matik ja schon 18 ist, ist er ja immer noch unser Kind und jetzt hat der Papa noch mal ein paar Sachen gekauft. Tankgutscheine und so. Werden wir natürlich gleich zusammenstellen für Patrick und zeige ich euch gleich, wenn der Papa wieder da ist. Die Michelle ist von der Schule zurück und hat den Adventkalender gar nicht gesehen. Du Fisch. Ja, aber wie soll ich ihn noch sehen, wenn er schon wirklich von der Schule ist? Jetzt aufmachen? Ja, aber nicht alles, gell? Okay. Und du schaust nicht in allen rein. Schwer zu erkennen, was in jedem einzelnen wird.
Wo ist die eins? Ja, das wird ein Spaß mit dir. So, da. Das ist so Lash Magic. Ein Wimpernserum. Mhm. Glaube ich zumindest, oder? Ah, nein. Hä? Achso, dann ist es eine Mascara. Scusa. Okay. Dankeschön. Das ist nicht von mir, das ist vom Weihnachtsmann. So, und jetzt nicht schauen. Bis morgen. Was ist? Am Abend. Hm? Was? Nix. Die Michelle so, wenn ich dann aus dem Zimmer bin. Wehe, du schaust was bei der 24 das? Ein. Naja, lass dich überrascht. Ich kann gleich hier lesen. Mama, im Abend nur, ich kann so, wir helfen. Machen jetzt Patrick Kalender. Michelle, du musst halten. So, Merry Christmas. Ho, ho, ho. So, der Patrick hat auch richtig coole Sachen bekommen. Für sein Auto ein Refresher. Das mache ich gleich bei 1 rein, oder? Deo, kann man immer brauchen, sonst. Ja. Dann hat der Papa, was hat er das? Jawbreaker. Das ist ein Lolli. Der Papa hat viel Patrick. Das kommt zu 24. Das? Nein. Das machen wir hier bei 23. Aber ich frage mich, wo das reinpassen soll. Dann hat der Papa auch Tankgutscheine geholt und rubbellos. Deswegen machen wir Tankgutschein vielleicht beim 24er rein. Bis 24. Ja. Das machen wir vielleicht bei der 6 rein. Wie mache ich das jetzt? Das rolle ich für ein bisschen, oder? Ich mache es gleich bei der 2 rein. Was Süßes. Dann, der Patrick isst so gern chinesische Nudeln. Aber ich meine, wie soll ich das jetzt reingeben? Hey, das könnte ich ja doch so irgendwie. Welche Nummer ist das? 21. Hey, das ist gut. Dann hat der Patrick Nutella noch bekommen. Peppermint. Burger. Dann eine Zahnbürste. Ich glaube, dass der Papa das so gemeint hat. Deswegen, so, Skittles da, damit schön Zeitabstand ist. So, der Adventkalender von Patrick ist jetzt auch fast fertig. Wie ihr seht, haben wir hier so Suppen, also so Ramen-Nudelsuppe, was fürs Auto, Süßigkeiten, Tankgutscheine zweimal. So ein Rubbellos hat der Patrick auch gekriegt und nochmal sowas fürs Auto. Der Patrick kriegt so 20 ml Joggenparfum. Wir haben uns da die besten Herrendüfte rausgesucht. So, einmal da. Und das letzte kommt dann. Schaut doch präsentabel aus. Aber die wird sicher Augen machen, weil der hat mit das jetzt gar nicht gerechnet. So, während ich da unten jetzt eingeräumt habe, hat der Papa zu kochen begonnen. Der ist schon fleißig. 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 Fleißig bist du auch, ja. So, jetzt muss ich meine Pfanne rausholen, Schatzi. Du kannst gleich deine neue Pfanne. Yes, das muss ich zeigen. Die habe ich von Amazon. Die Melzer-Pfanne. Wahnsinn. Voll cool. Ich liebe es, vor allem, wie das verpackt ist. Also das gibt natürlich den Pfannen noch mehr Wert. Oh, stimmt ja. Aber, ja. So ein Sack, man, kann man sich vorstellen, kostet viel, ne? Sicher. Und schaut mal bitte, wie schön ist tada. Die ist von Springlane. Das Springlane ist eine echt coole Marke und wahrscheinlich arbeiten die halt mit dem Till Melzer zusammen. Und noch nie so eine runde Pfanne gehabt. Also normalerweise hat sie so einen geschweißten Boden, aber da ist eines in der Papa. Coole Sache. Den Papa kann man mit sowas wirklich eine Freude machen. Yes. Wird jetzt gleich eingesetzt, oder? Kurz zurückgespült, oder? Ja, ich werde es ein bisschen so spülen, dass es sauber ist. Ja, und dann wird jetzt dieses Fleischchen angebraten. Urcooler Griff, Wahnsinn. Was hat das gekostet? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas mit 20 Euro. Ach, okay. Ja, mit Black Friday und so. Ja, sonst kostet eine Ikea-Pfanne auch 20 Euro. Die ein bisschen größer ist, aber nicht so. Die ist ein bisschen kleiner, aber das ist halt mega cool. Und ich habe einen Couchtisch aufbestellt, weil unsere ist voll im Eimer. Wir hatten so einen Couchtisch von Ikea, der ist aber komplett eingegangen. Immer wieder ist mal eine Schraube abgefallen, eine Seitenleiste, bis er sich so komplett zerlegt hat. Und jetzt haben wir auch von. Ich habe auch für mich bei Black Friday bei Amazon. Hast du noch unter euch Männer gibt's, der eine Pfanne braucht? Tim Melzer hat coole. Genau. Sollen wir das verlinken, oder? Ja, die ganzen Sachen sind in meinem Amazon Influencer Shop. Das ist ein Shop, da findet ihr alle Produkte unter Kategorien eingeteilt. Also schaut mal vorbei. Ich glaube, da freut sich jeder Mann noch sein. Ne? Oder Frau. Jeder, der gern kocht. Schaut euch mal bitte an, wie lecker schaut das aus. Schmeckt? Ist gut? Mhm. Also ich habe noch nicht getestet, aber schaut schon voll prima an. Hä? Es ist 16 Uhr? Was ist da los? Ich habe mit der Lara nochmal das Haus dekoriert. Ja, sie hat noch Hausaufgaben gemacht, oder? Schaut euch das an. Schon going to be dark. Aber warte, ich kann nicht teilen, weil ich... Und Patrick, Adventkalender ist spitze, oder? Der Papa hat alles angekauft.
Du hast keinen Schokokalender mehr. Der Philipp hat ihn genommen. So, meine Lieben, alle haben schon gegessen. Ich mache mir eine Gemüsesuppe. Ja, ich esse diese Curry-Dingsbums nicht. Also ich mache kein Curry. Deswegen habe ich heute nicht mitgegessen, aber ich mache mir eine Gemüsesuppe. Und solange das auf dem Herd ist und kocht, ich gehe dann im Wohnzimmer zu den anderen zwei Ratten. Und wir versuchen mal das Haus ein wenig zu schmücken. Wieso weint wer hier? Gar nicht. Ich habe was gehört. Lara, bringst du mal diese Rentiere und so? Was? Die Rudolfe. Ah ja, Rudolf. Das ist Mehrzahl von Rudolf. Oh Gott, Gott, Gott. Hier kommen die Rudolfe. Ja, aber wir brauchen noch den Weihnachtsmann und den Weihnachtsbaum, okay? Okay? Yes. Wieso haben wir nochmal den Nummer 5 noch immer da? Das ist von letzter Geburtstag. Was? Wieso haben wir den Nummer 5 noch immer da? Kinder. So, Kinderzimmer ist mal erledigt, also mehr Deko kommt es nicht rein, weil dann ist es zu hell und die Kinder schlafen ja gar nicht mehr. Ja, das reicht aber, oder? Papi? Es reicht aber, oder? Ja. Alles okay? Ja. Sehr glückliche Kinder, ich liebe das. Meine Suppe ist schon fast fertig. Oh mein Gott, das schaut so lecker aus. Dazu geben wir noch ein bisschen Salz. Das schmeckt so gut, schade, dass ich... Die Suppe schmeckt so gut, schade, dass ich euch nicht geben kann. Mega, mega, mega lecker. Dazu kommt noch ein bisschen Nudeln, so, wie heißt das? Warte kurz, ich muss lesen. Fadennudel heißt es. Und ich habe noch ein bisschen Magikraut, also Liebstöcken fein gehackt. Das kommt noch dazu und fertig. So, meine Lieben, so schaut das Endprodukt aus. Mega, mega lecker. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Das ist unfassbar. Dazu kommt ein bisschen frisch gepresste Zitrone, damit die Suppe sauer ist. Und dann kann man loslegen. Mein Gott, mir fließt das Wasser schon im Mund. Mmh. Boah, dieser Geruch, das müsst ihr mal riechen. Ja, rumänische Tradition. So, ich mache jetzt mal die Kamera aus, damit ich in Ruhe essen kann. Und wir sehen uns ein bisschen später. Wir sind jetzt im Wohnzimmer, die Mama ist noch im Büro, sie hat noch ein bisschen was zum Arbeiten. Und wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Ich glaube, das sind die anderen Familienmitglieder. Ja, und ich bin jetzt hier da. Oh mein Gott, wir spielen ein bisschen Lego. I love you. So, meine Lieben, wir werden jetzt den Vlog beenden. Wir werden noch ein bisschen weiterspielen, danach machen wir uns Bett fertig. Und dann schlafen gehen. Und dann aufstehen und dann sehen wir uns morgen nochmal wieder. Naja, weil es so halt ist, den Ablauf. Doch. Also, tschüss.